かい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンレを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで、もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。ザ・ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる？いたのか。はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。え、過去？なんと過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。え、どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか。おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえ、もう限界を超えてるくらいなんすよ。力が！うひゃー！力が吹き出してきた！すげー！もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。
デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。あ、はい。お気をつけて。Na, wie schön, das ist ja super. Und wir können ihn einsetzen zur Kartierung. Okay. Das ist aber richtig gut. Ja, einfach mal so 19.000 EP gekriegt. Und Levelaufstieg. Ne, Choto Gohan-kun! Zutto atchi ni aru Dragon Ball Hannou ga ugoki dashita wa! Kocchi ni massugu mukatte kuru wa yo. Kore...クリリン君なのかな。きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは、こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。はベジータが村を襲っているって言ってたその方向ですよ。でもベジータはそこにはいませんよ。木が感じられませんから。わかった。あいつ、村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕、そのドラゴンボールを取りに行きます。よし、行くぞ。ね、あのさ、Gut, dass er das nicht vorliest.Ich habe ein Küchengerät und eine Ressourcenmaschine in der Höhe gelassen. Du kannst sie bei Bedarf gerne benutzen. Man sollte immer auf alles vorbereitet sein, nicht wahr? Arigatou gozaimasu. Izo, ima no uchi da. Shikaku ni osoroshii yatsu no ki wa zenzen kanjinai. Genau. Eine kurze Pause, bin gleich wieder da. Einen Moment. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Und los geht's.So, wir haben Son Gohan. Er ist Level 20. Können wir denn mit ihm was Neues lernen oder was Neues umgeben? Nein. Na gut. Na gut. Gut, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Da haben wir, da können wir trainieren. Da haben wir nichts Neues. Was ist das überhaupt? Das ist nichts. Aber wir können mal das Ding zerstören.Na? Das wird aber ganz schön hart, wenn wir jetzt auf Gegner treffen, weil die dann doch schon Level 23 sind, ne? Wuff, wuff, wuff. Was hast du geschafft? Jawohl. So, mit noch was. Da können wir trainieren, dann gehen wir wieder hin.Auf geht's! Nehmen wir mal ein bisschen mit hier. So, hier unten haben wir eine Mine. Da hinten. Da. Na, da. Ja, ist jetzt wirklich keine Mine, aber...Ja. So. Ab da. Ein bisschen aufpassen. Ja. Ich bin Teil, komm zu mir. Da würde ich hier nochmal... Okay, wir nehmen es hier um.Ich würde hier nochmal ganz kurz gucken, ob es hier andere Fische gibt. Kann ja natürlich sein, ne? Oh, warte mal. Ach, warte, den holen wir uns gleich. Den holen wir uns gleich. So. Blöds mal Köder hier, komm. Ja, einmal K. Ja, ja. Sehr schön, danke schön.Genau, erstmal Kiefer bergen und fischen gehen. Sind das andere? Man sieht hier auf jeden Fall schlechter hier im trüben braunen Wasser. Weiß nicht, ob hier vorne jetzt einer ist. Ganz ehrlich, man sieht das nicht wirklich. Ja,
Nee, nicht den Kleinen. Nicht den Kleinen. Wenn dann will ich schon den Großen haben. Komm, geh mal weg. Komm. Ja, Großer, komm her. Ja, genau. Genau. Ja, komm her. Ja, komm her. Komm schon. Beiß an. Sehr schön. Die sehen tatsächlich anders aus. Also leicht. Was sind das? Alien-Weißfischleber. Alien-Weißfischleber. Okay, das wollte ich nur. Schwarz an der mechanischen Fisch entdeckt. Okay, das wollte ich nur wissen. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Dann nehmen wir nochmal hier die Sache mit. So, dann nehmen wir mal den da. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss mal hier die Maus machen. Ich hab das funktioniert. So, dann haben wir. Da unten. Den da will er rein. Ah, sehr schön. Danke. Und danke. Und da sind wir auch schon wieder raus. Da unten haben wir noch was. Da hinten haben wir noch was. Z-Münze ist immer gut. Ja, sieht doch stark aus, ne? Und wen haben wir denn hier? Nee, mal gespannt. Oh, warte mal. Mehr haben wir, glaube ich, ja nicht, ne? Tatsächlich doch. Und Leute, was macht ihr da mit den Leuten? Ja, moin Leute, ihr greift mir gar nicht an. Wie nett. Was macht ihr da mit dem Kleinen, ne? Sieh mal an, ich habe einen Namekianer-Zwerg gefunden. Du weißt vielleicht etwas über die Dragon Balls, also komm mit. Ja, natürlich beschützen wir das. Bände Nummer 2. Nur Opfer. Halt, aufhören, lass ihn in Ruhe. Welcher einer bist du? Die Amerikaner haben nichts falsch verstanden. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie so behandelt. Welches Level sind die denn? 19. Ja. Was anderes? Ja, sind wir schon mal weg? Ich bin Level 16. Bitte. Ich bin Level 16. Und tschüss. Lächerlich. Du bist jetzt in Sicherheit. Bleib weg. Was? Du bist einer von ihnen, oder? Ich hab dir gerade das Leben gerettet, du blödes Affenkind. Ja, gut, es gibt doch halt dumme Kinder. Keine Sorge, ich bin nicht. Ich glaube dir nicht. Alle aus meinem Dorf wurden von Leuten aus dem Weltraum umgebracht. Du bist auch aus dem Weltraum, oder? Du bist auch böse, stimmt's? Lucio! Der Junge hat eine Menge durchgemacht. Deshalb traut er niemanden, den er nicht von seinem Planeten stammt.
Es tut mir wirklich leid, ich wollte dein Dorf retten, aber ich war nicht schnell genug. Hä? Was? Ich bin hier, um zu helfen, ganz ehrlich. Hare? Achso. Halt den Mund, was geht dich das an? Ich kenne etwas zu essen besorgen, wenn du willst. Wir müssen nur Wasser trinken. Moment, nämlich Kerne brauchen also nur Wasser zum Überleben. So, über den Nachdenken, ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass Mr. Piccolo was gegessen hat. Mr. Piccolo. Schöne. Okay. Hey, warte mal. Okay? Was? Zucker hat etwas sauberes Wasser eingesammelt und mitgebracht. Hey! Ja, trink das. Hast du ganze Gemühe gemacht. Nein, irgendwas stimmt da nicht. Du hast es vergiftet, oder? Es ist nicht vergiftet. Es ist nur Wasser. Na gut. Schluck das, du Junge. Tut gut, oder? Ja? Was ist los? Stimmt was nicht? Ich kann kein Wasser mehr trinken. Was? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Offenbar stimmt das mit seinem Körper nicht. Wie wäre es mit ein paar Früchten? Früchte? Ich habe noch nie davon probiert. Ich hole mal ein paar. Warte hier. Es sollte den Bäumen in der Umgebung Früchte geben, die ich einsammeln kann. Ist er wirklich schlau? Wenn Wasser nun, nämlich gerne nur Wasser brauche. Hier sollen welche sein. Da haben wir was, oder? Eine mechanische Frucht. 4 Stück brauche ich, weißt du? Oh, ich geh doch selbst suchen da. Da hinten haben wir noch eine. Nichts mehr? Haben wir hier oben noch was? Nein. Ja, hier sehe ich doch was. Okay, siehst du? 21, das ist ein bisschen... Ja, dann kann ich mal treffen. Und tschüss! Jo, du musst auch treffen. Au, das ist doch mal. Natürlich hast du gewonnen. Da kein Problem hier. So, da unten, da waren, da oben. Okay. Machen wir hier. Eine mechanische Frucht und eine D-Medaille. Und eigentlich müsste dann da hinten noch was sein. Woanders sehe ich zumindest jetzt keine. Bin ich doof gerade. Was? Ach hier. Ja. Hier sollte reichen. Dann mal zurück zu den Jungen. Hey, Kleiner! Hey!
habt ja bei Frittig gebracht. Probier mal. Magst du ihn nicht? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur noch nie Früchte gegessen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, stimmt. Komm, ich zeig's dir. Man schiebt sie von hinten rein und dann macht der Darm alles schon. Na. Und was sagst du? Ist sehr bitter. Oh, tut mir leid, ich hätte die Früchte wohl vorher probieren sollen. Aber man kann es schon essen. Ich glaube, mir geht es schon wieder etwas besser. Das ist alles noch ganz neu für mich. Das habe ich noch nie so vorgespielt. Was ist hier los? Vielleicht weiß Bulma ja etwas. Hallo. Könntest du hier einen Augenblick warten? Ich muss da etwas überprüfen. Ich bin gleich zurück. Hä? Hör das. Ja, okay, ja, gut. Kann man machen. Dann mal auf.